Und jetzt haben wir hier einen Bunker gefunden. Da gehen wir jetzt mal rein. Es ist, scheint mir, als hätte mal jemand irgendwie gewohnt oder so. Schönen guten Tag, Freunde. Es ist T-Shirt-Wetter. Wir sind mal wieder in Südfrankreich, an der Grenze von Spanien, zusammen mit Euda Style, der da hinten sein Unwesen treibt. Kurze Info, viele haben gefragt, wann gibt es diese drei alten Hoodies wieder bei Überfusual. Und zwar wird es der 22. sein. Und ich mache jetzt einen Countdown auf der Instagram-Page, die ist hier verlinkt. Dann könnt ihr euch dort einen Timer aktivieren und dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Diese drei Hoodies wird es einzeln geben, aber auch alle drei in einem Bundle zusammen. Luminous Hoodie, Team Hoodie, Mutul Hoodie. Diese drei Sachen. Unsere Bikes, Euda Bike, meine KTM-XC und die Gasgas als Backup, weil wir ja natürlich nicht wissen, ob die KTM-XC laufen wird. Wir werden jetzt hier mal die Gegend erkunden. Da ist es mehr. Euda! Da ist er. Und einfach, weil wir mit der KTM-XC in Neon-Orange unterwegs sind, werden wir heute den Luminous Hoodie anziehen. Ja, wir ziehen ihn auf. Outfit, Sitz. Wir begeben uns jetzt mal kurz zu Euda. Bist du ready? Ja, Nummer 7. Ja. Immer anschnallen, ist wichtig. Ich wollte dein Bike nochmal den Leuten zeigen, weißt du? Also, wir haben hier eine KTM XC450, Baujahr 2012. Wusste ich's doch. Ist er eloxiert? Ja. Der ist eloxiert. Aber er ist schon ein bisschen ranzig. Ich bin... Ja, ein bisschen Ranz ist überall vorhanden, ne? Tu hier rein. Verlierst du das dann auch nicht? Nee, ich hoffe nicht. Er vertraut mir. Also, den Sticker könntest du auch mal neu holen. Gibt's ja bei KTM Powershop die Acra-Ersatzteile. Wir wissen aber noch nicht, ob meine KTM laufen wird, ne? Sie läuft? Ja! Ach so, wir fahren da durch. Ah ja. Mhm. Ah, scheiße! Ach, die geht immer wieder zu, oder was? Der Bus ist noch auf! Vielleicht sollten wir den zumachen. Was ein Stress hier wieder. Das fängt ja schon wieder gut an. Könnt ihr es euch nicht vorstellen, aber wir haben hier 21 Grad und die Einheimischen laufen hier mit Jacken und Pullis rum. Ich bin am Schwitzen. Hier qualmt es. Feuer! Sie machen einfach ein Feuer im Dorf. Junge, das gibt's auch. In Deutschland wird sowas einfach nicht geben. Ja, ja, einfach mal die ganze Nachbarschaft voll smoken. Jetzt riechen wir. Es riecht verbrannt. Spanien war ich noch nie mit der XC. Es ist wieder ein weiteres Land. Ja, dieses Bike hat so viele Länder mittlerweile gesehen. Kroatien, Spanien, natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, habe ich glaube ich schon gesagt. Slowenien, Schweden, Monaco. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Wir müssen dringend mal den Luftdruck prüfen. Das fährt sich irgendwie komisch vorne. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätten wir wenig Reifendruck, bin ich ehrlich. Oh, ist das Polizei? Ist das Polizei? Warum hat er so eine rote Mütze auf? Hä, was hat er da auf? Hä, er ist wahrscheinlich ein alter Soldat. Schaut es euch an, crazy. Er war wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg. Alter, das finde ich so krass. Guck mal, der Opa, der ist bestimmt im Zweiten Weltkrieg gewesen. Er hat so ganz viele Militärorden. Hier unten stehen sie, unsere Kollegas. Los, wirf sie ab mit einem Steinchen. Ach ja, wir sind ja... Ich hab's ganz vergessen. Hier wird man von Rollern illegal überholt. Ich muss mal gucken, ob ich Reifendruck drin habe. Es fühlt sich so wenig an. Digga, mein Reifen ist komplett platt vorne. Da ist doch der Schlauch kaputt. Der komplett platt ist er nicht. Nee, da ist noch was drin. Ich hoffe, du machst mir Mut. Junge, dieser Trip geht super los. Ja, das bleibt offen. Oh Mann, na gut. Also, wo geht's jetzt lang? Oh Mann, gib mir die Luft. Ich wurde auch mal gefragt, woran man merkt, dass man wenig Luft drin hat. Das Motorrad tut sich schwer, das zu machen, was ihr wollt. Wenn ihr so andeutet, eine Kurve zu fahren, dann merkt ihr das, indem das Motorrad irgendwie geradeaus bleiben will. Es fühlt sich einfach ein bisschen komisch an. Einfach ab und zu mal mit der Hand gucken, wie viel Luft drin ist. Wenn ihr den Reifen reindrücken könnt, dann habt ihr eindeutig zu wenig Luft. Hallo. WTF, was ist denn hier los? Ah, das erklärt so einiges. Ich guck mal, ob es hier Luft gibt. Ich komme gleich wieder. Das sieht sehr schlecht aus für uns, Jungs. Es gibt hier keine Luft. Sorry? Do you know if there is like air? Air? Psch. Er weiß wo. Er zeigt es uns, korrekt? Ah, perfect. Thank you very much. Sag bloß, das kostet noch Geld. Abzocke. 50 Cent, 2 Minuten. Ah, sorry, I don't speak French. Alemann.
We are going to put one euro. Just to in euro. Ah, okay, okay, okay. Thank you very much. Thank you. Boah, wir hatten viel zu wenig drin. Unter ein Bar. Ja, doch, wir machen 1,9. Euda macht hier schon Stuntshow für die Kids. Yes. Can you do? No, no, no. Yeah. Oh, nice. Früh übt sich. Aber er wird es irgendwann gut können. Do you live in? Kannst du in Englisch? Alemán. Alemán? Ja. But we stay here. Call you. Ah, call you. Call you. Voulez laisser? No. Okay, I try. Okay. This is for this or this? Okay. Ah, das. Oh Gott. Gott im Himmel, was machen wir hier? Er kann's besser als ich. Okay, guys, we go now. Yes, thank you. So, have a nice day. Bye. Ja, Tornado weg. Tornado, Tornado. An alle, die die Tasche haben, denkt immer dran, die zuzumachen. Mein Tacho macht die ganze Zeit Faxen, der zeigt mir schon so 300 km/h an. Der hat sich hier gerade drin verfangen. Probleme über Probleme. Ach, hier kommen wir jetzt an die spanische Grenze. Ich verstehe so langsam. Sieht zumindest so aus wie so ein Grenzübergang, Alter. Schaut es euch an. Wir sind jetzt einfach in Spanien. Krank. Ein Bild vom Schild. Das würde ich fühlen. Wir waren eben noch da unten bei dem Spanien-Schild. Sind wir hier lang gefahren, gab es eine kurze Offroad-Section. Hier hoch. Und jetzt haben wir hier einen Bunker gefunden. Da gehen wir jetzt mal rein. Oh. Also es scheint mir, als hätte hier mal jemand irgendwie gewohnt oder so. Ein Rasierer liegt hier. Es ist... Ja, es ist kein Bunker, es ist so ein Schützengraben. Guten Tag. Oha! Alter, wie laut das ist! Wir gehen wieder raus hier. Junge, ist das krank. Das ist echt... Wir haben schon echt viel erlebt. Aber was soll das sein? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ja, okay, komm, wir fahren noch mal ein Ministück hoch. Oh. Ach du Scheiße. Oida fährt noch höher, okay. Hill Climb Action vom Feinsten. Über die Grenze mit dem Bike. Oh. Ah, spitze Steine, okay. Junge, wo fahren wir hier hin? Oida will es wissen, er macht hier eine Safari. Ich weiß nicht, ob die Grenzpolizei das so geil findet, wenn wir gleich an der Grenze stehen oben. Junge, fahr doch nicht dahin, Oida. Wir kommen in den Knast. Geil. Das ist echt wild.